Yo! Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Aber ich habe mich jetzt gar richtig wie Garrosch angehört. Ach ja. Ja, und dann nochmal so normal, ohne irgendwie hier so meine, ohne Aggro-Stimme. Willkommen zurück. In der letzten Folge waren wir in der Burg. Ich habe ein Eis gegessen und habe währenddessen mit den Leuten hier geredet, ja? So, dann verprügeln wir doch mal den Waffen. Weg mit der Waffe! Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Und, Leute, ich muss euch was beichten, ja? Ich habe manchmal meine Spielstände gelöscht. Ich habe jetzt eigentlich. Musste bis jetzt wieder hier hinspielen. Nein, Spaß. Nee, ich habe hier das größte Übel begangen, was man je begehen konnte. Ich habe meine Haare geschnitten. Ja. Und ich habe einfach mal wahrscheinlich so Haare zwischen meinem also so Abstand zwischen meinem Headset und meinem Kopf. Es ist ungefähr waren ungefähr 5 cm Unterschied dazwischen. Aber es war schon Tag. Es ist hier gerade momentan einfach so düster aus. Ich weiß auch nicht wieso. Wir reden jetzt aber erstmal mit Garrosch. Ich habe was anderes gehört. Ach, das ist Parsival. Parsival. Parsi-Schwall. Geil, mal. Ja. Ja, aber ich hatte schon so lange Haare, die gingen mir bis zum Nacken runter. Und die sind mir schon in den Ohren gehangen und sowas. An den Seiten. Das habe ich einfach ganz kurz geschnitten. Hier an der Seite. War das auch richtig genial. Ich habe einfach nur zu der Friseurin gesagt, so, ja, ich will sie kurz haben. Was macht die? Packt instant Rasier... hier so ein Rasierapparat raus und rasiert mir hier einfach mal hinten das hinten und diese Seiten einfach mal komplett kahl und schneide dann oben noch hier so die Mitte dann noch kurz und dann war ich auch schon fertig. Sie ging schneller als bei der anderen, bei der ich zuvor immer war. Die hat hier immer das Ganze sich immer Zeit gelassen, das hier alles von Hand geschnitten, was ich eigentlich schlecht fand. Aber jetzt reden wir weniger über Friseusen oder Friseurinnen und über Haare schneiden, sondern wir reden jetzt einfach mit Garrosch. Ich bin zurück. Das sehe ich selbst. Wo ist die Verstärkung? Lord Hagen kommt, sobald er alle Dinge erledigt hat. Es ist viel passiert. Interessiert mich nicht. Ich brauche Truppen. Die Orks werden immer mehr und wir können nicht mehr lange standhalten. Meine Männer sind müde. Und die Vorräte gehen zur Neige. Es sind einige Freiwillige eingetroffen. Du meinst dich und deine Drachenjägerkollegen, was? Ihr könnt uns helfen, aber ihr seid einfach zu wenig. Wenn Hagen nicht bald Männer schickt, kann ich nichts garantieren. Kannst du mir noch mehr Informationen über die Drachen? Lol. Ich habe mich noch um andere Dinge zu kümmern. Mein strategischer Offizier Oryk kann dir mehr dazu sagen. Der hat gar nicht von den Drachen gesagt. Außer, dass es auf jeden Fall 4 sind, das weiß ich. Worum steht Oryk in Parsival und so. Die sehen aus, als wären sie eine Person. Das sind diamäßige Zwillinge. Ich bin schon wieder zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass wir dich nochmal wiedersehen. Nach deinem Auftritt hier vor ein paar Tagen. Vielleicht ist dein Auftauchen ein gutes Omen. Kann ich helfen? Im Moment haben wir eigentlich alles getan, was von hier aus möglich ist. Allerdings gibt es da etwas. Etwas sehr Wichtiges, was du für uns außerhalb der Mauern hier tun könntest. Wir haben vor, der Schlange den Kopf abzuschlagen. Was meinst du damit? Wir kennen einen von ihren Anführern. Er heißt Hoshpak. Den hab ich doch schon getötet. Er ist einer der einflussreichsten Schamanen bei den Orks. Und was ist meine Rolle? Töte ihn. Das ist ein Scherz. Du willst uns doch helfen, oder nicht? Na also. Hoshpaks Zelt befindet sich abseits des Belagerungsrings, südlich von hier, auf einer Klippe. Von einem der Fenster dort kannst du es beinahe sehen. Ja. Ich brauche noch Ausrüstung. Wir haben nicht mehr viel, was wir dir geben könnten. Also, ich kann dir Folgendes anbieten. Ein Elixier der Stärke.
Ich nehme das Elixier der Stärke. Hier. Es wird sicherlich von Nutzen sein. Viel Glück. Na, ich habe gerade eben nichts weggedrückt. Ich war genauso verwundert wie ihr, dass er einfach das nicht gesagt hat. Sonst hat er das, glaube ich, mal gesagt. Gut. Ich werde Hoshpak töten. Das freut mich zu hören. Das Zelt von Hoshpak steht auf einer kleinen Klippe. Du müsstest sie eigentlich schon gesehen haben. Sie ist nicht weit weg von dem Weg zu unserer Mine. Direkt im Schatten des großen Berges. Okay. Gut. Hoshpak ist tot. Ja. Gut. Das wird die Orks verunsichern. Vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance. Ich denke, das wird uns einen Aufschub von mindestens einer Woche geben. Okay. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Westlich der Burg hat sich in den letzten Tagen ein ziemlich großes Sumpfgebiet gebildet. Ziemlich verdächtig, findest du nicht? Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Im Moment hab... Och, Mann. Ist irgendwas Wichtiges passiert? Du gehörst auch zu diesem Abschaum, der sich selbst Drachenjäger nennt? Eigentlich hätte ich von dir erwartet, dass du mehr Ehre im Leib hast, als dich diesen Leuten anzuschließen. Wenn es nach mir ginge, würde ich sie allesamt aus der Burg jagen. Sollen sich die Orks um sie kümmern? Findest du nicht, dass du übertreibst? Ganz und gar nicht. In unserer Situation brauchen wir Männer, die mit leuchtendem Beispiel vorangehen. Krieger, die das Feuer Innos in den Herzen unserer Kämpfer wecken. Stattdessen zerstört dieser Abschaum die Moral meiner Krieger. Lol. Du solltest ihnen eine Chance geben. Die bekommen sie ja. Leider. Garond ist überzeugt davon, dass sie uns eine Hilfe sein können. Aber ich werde sie im Auge behalten. Wir haben genug Probleme mit den Orks. Wir können wirklich keinen weiteren Ärger gebrauchen. Der Parsival, den mag ich nicht. Der ist irgendwie so... Ich weiß nicht... Behindert? Ich weiß nicht, wie das ist. Ich glaube mal, der ist behindert. So, reden wir mal, Feroz. Wo kommst du her? Vom Festland. Meine Leute und ich sind hierher geflohen. Die Lage dort wird immer schlimmer. Die Orks hinterlassen nur noch niedergebrannte Dörfer. Der König hat keine Kontrolle mehr über sein Reich. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Wo sind deine Leute jetzt? Ich habe mich von ihnen getrennt. Sie dachten, sie könnten sich alles nehmen, was sie wollen, auch wenn es ihnen nicht gehört. Ohne mich. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Weißt du noch mehr über den Krieg? Die Orks sind vor der Hauptstadt. Aber ob sie schon gefallen ist, weiß ich nicht. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass der König tot sei. Ich glaube aber nicht daran. Was machst du hier in der Burg? Ich habe von den Drachen gehört und wollte helfen, sie zu bekämpfen. Leider habe ich mein Schwert verloren, als ich durch die Orks geschlichen bin. Jetzt sitze ich hier fest. Ohne Schwert komme ich hier nicht wieder weg. Und die Schwerter, die ich hier kaufen kann, sind der letzte Schrott. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Ich werde dein Schwert finden. Das wäre klasse. Am besten suchst du auf der hohen Klippe im Süden danach. Dort, wo die Ork-Zelte stehen, habe ich es vermutlich verloren. Okay. Ich bin ganz deiner Meinung. Und da reden wir mit Jan. War eine Riesenschnapsidee, hierher zu kommen. Ich dachte, hier gibt's was zu holen. Aber hier ist nichts außer ein paar eingebildeten Paladinen und Orks. Ich kann es nicht glauben. Du hast die Drachen vergessen. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich sag dir mal was. Ich bin Schmied, kein Kämpfer. Ich stelle Waffen her. Das Kämpfen überlasse ich lieber anderen. Warum stehst du da nicht hinter dem Amboss? Die Paladine hier lassen mich nicht in die Schmiede. Ich darf hier nichts machen, sonst wandere ich direkt in den Kerker. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Von mir hat er das nicht. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Wie willst du das denn erreichen? Parsival hat befohlen, uns im Auge zu behalten. Niemand wird wagen, sich darüber hinwegzusetzen. Ich werde versuchen, was ich kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf dich hört. Parsival nicht. Wo kommst du her?
Ich habe mich ein paar Männern aus den Bergen angeschlossen. Wir wollten ins Tal und bei der Drachenjagd richtig Gewinn machen. Ihr Anführer hieß Silvio. Junge, war das ein Arsch. Er hat mich behandelt, als wäre ich sein Eigentum. Okay. Was ist in der Burg alles passiert? Nichts, was ich mitbekommen hätte. Allerdings mache ich mir Sorgen über das, was vor der Burg passiert ist. Das ist eine schlimme Sache. Ja, die Orks da vorne, die sind jetzt nicht so super. Ich werde es vor eineinhalb Stunden mal aufnehmen. So ungefähr bis um 4. Da habe ich so ein bisschen Videomaterial wieder, was ich noch raushauen kann. Ich versuche natürlich jetzt Gothic 2 so schnell wie möglich jetzt mal zu beenden. Weil das jetzt schon lang genug ist. Und bitte kommt mir jetzt nicht mit solchen Sachen. Gedulde dich doch und so bla. Ja, ich will auch mal was anderes noch hier. Let's playen als Gothic 2. Gothic 2 ist zwar gut, aber Es gibt ein Problem mit dem Schmied. Welcher Schmied? Der hat sich aus dem Staub gemacht. Ist er wieder da? Dann kannst du ihm ausrichten. Nein, ich meine Jan. Er ist Drachenjäger, so wie ich. Und ein guter Schmied. Das trifft sich ja gut. Unser ehemaliger Schmied hat sich einfach verdrückt, dieser Feigling. Jan wäre bereit, die Schmiede zu übernehmen. Verstehe. Du meinst also, ich kann ihm trauen? Ja. Wenn du dir so sicher bist, dann wirst du für ihn bürgen. Sollte er Ärger machen, wirst du dafür gerade stehen. Einverstanden? Ich bürge für Jan. Also gut. Er kann die Schmiede benutzen. Allerdings wird er dann auch meine Soldaten mit Klingen versorgen müssen. Okay. Ja, ich finde es. Die haben auch andere Leute schon gesagt, ja, ich sollte mal langsam damit aufhören. Es sind schon 115 Folgen, ich weiß, das Spiel geht sehr lange. Längstenfalls bis zu 200. Ich weiß gar nicht, warum er sich so auf. Will ich jetzt nicht unbedingt schaffen, aber das ist wirklich nicht. Na gut, man kann es auch weiterspielen, aber auch nur, wenn man ich wie gesagt heißt. Sonst auch nicht eigentlich oder so. Jemand wird dafür büßen müssen. Hol deinen Hammer, du hast Arbeit. Du hast es geschafft. Wie hast du das denn angestellt? Ich musste für dich bürgen, also enttäusch mich nicht. Du kannst ganz beruhigt sein. Ich bin froh, dass ich überhaupt arbeiten kann. Ich bin ganz deiner Meinung. Warte mal. Sterben drin. Ich kann ja nicht ewig so weit. Kann ich bei dir eine Rüstung kaufen? Wenn ich welche hätte, würde ich sie dir verkaufen. Leider habe ich keine. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Kannst du mir denn eine anfertigen? Nun, wenn du was Besseres haben willst, musst du mir schon die Materialien beschaffen. Was brauchst du? Du willst doch gegen die Drachen kämpfen. Bring mir Drachenschuppen. Damit müsste ich dir was zusammenzimmern können. 20 Stück sollten reichen. Ich weiß nicht mehr, wem man noch glauben soll. Okay. Verkaufst du Waffen? Ich würde, wenn ich könnte. Doch zunächst muss ich die Paladine hier in der Burg mit Waffen versorgen. Kann ja nicht ewig so. Aber ich kann dir zeigen, wie du selber deine Waffe schmieden kannst. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Okay. Genauso wie du sagst. Alter. Ach ja. Gerolot, reden wir mal mit dir. Du machst so ein langes Gesicht. Verdammter Mist. Aufpassen musst du, wie ein Luchs, sag ich dir. Kaum drehst du dich mal um, ist dein ganzer Kram weg. Dreckiges Pack. Davon lasse ich lieber die Finger. Welches Pack? Ihr lumpigen Drachenjäger natürlich. Wer sonst? Aufpassen musst du, sag ich dir. Hat der Problem? Hat man nicht gestohlen? Nein, sie haben mir 20 Goldstücke in die Tasche gemogelt. Natürlich gestohlen, du Idiot. Ich sag dir, wenn ich die Drecksau zu fassen kriege. Okay. Ich glaube, ich habe deinen Geldbeutel gefunden. Was? Wo? Welcher Mistkerl war das? Ich bin ganz deiner Meinung. Weiß ich doch nicht. Willst du mich verarschen? Du bist es doch gewesen, gib's zu! Nein. Von mir erfährt keiner was. Ich habe einen der Drachenjäger in Verdacht. Hab ich doch gewusst.
Euch hätte man gar nicht in die Burg lassen dürfen. Oh nein. Jetzt rennt er auf. Immer fest und auf! Das hat er verdient. Boah, das war doch klar. Dämlicher Kirolat. Danke für das Gold, du Held. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Also ich nehme jetzt einfach Kirolots Beutel. Ich wäre mir da nicht so sicher. So. Warte mal. Einige wissen gar nicht, wie sehr sie sich versündigen. Wird sich das jemals ändern? Ich will Finderlohn. Du kannst wohl ein paar aufs Maul haben. Einiges gehört. Das hat er verdient. So ein Idiot. Okay, dann gehen wir mal den Sumpfdrachen töten. Denn wenn er schon so ein Sumpf ist, muss auch ein Drache sein. Und wenn es kein Sumpfdrache ist, was soll es dann sein? Wobei, Wasserdrache könnte es auch sein. Aber es gibt ja schon hier einen Eisdrachen. Also, von dem her. Was? Ach, das ist ein Ork. Und der Ork fliegt runter. Und es wird dämlich. Macht hier einen auf Babo-Style. Babo-Babo-Style. So, jetzt nehme ich die Klaue wieder. Und battle mich hier mit ein paar Orks. Mit einer paar Orks. Ich ohne dich! Quatsch. Ich teile so viel Schaden jetzt aus. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Naja, ich bin, wie schon mal gesagt, ich glaube, ich bin eigentlich hier schon stark genug, um so langsam... aber sicher mal nicht mehr mit der Klaue kämpfen zu müssen. Ich owne hier ja die Orks eh schon. Quatsch. Ich räume hier auf. Oh, noch ein Ork. Oh, zwei Orks sogar. Alter, die sind Two-Hit. Nichts zu holen. Mit ungefähr knapp, mit so ungefähr 300 Schaden, würde ich mal sagen, werden die aber auch richtig geowned von mir. Was ich mir aber, das muss ich euch jetzt mal erzählen, was ich mir so gedacht habe, als ich so heute zur Bushalte oder zur Schule gelaufen bin oder sowas, keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, ob du zur Schule oder zur Bushalte gelaufen bist, was bist du denn für einer? Und zwar, ich habe mir so gedacht, was ich so machen könnte, wenn ich eigentlich Rentner bin. Und da dachte ich mir so, da kaufe ich mir einfach mal so ein High-End-PC, ja. Da ist nichts zu. Lass mich zusammenstellen, ich kaufe mir einfach einen, so einen überteuren mit meinem YouTube-Money und so, natürlich. Ich immer hier mit dem YouTube Money. Kauf mir dann natürlich einen. Werd bis dann wahrscheinlich hier mit dem YouTube schon aufgehört haben. Oh nein, das sind mir zu viele Orks. Und dann dachte ich mir so, könnte ich mir doch mal so Call of Duty kaufen. Und das ganz Neueste. Und hier so als alter Opa. Ach du Scheiße. Ach verdammt, wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin wieder da. Leute. Da habe ich nochmal geschlafen, weil ich hier von Kerolot angegriffen wurde und so.
da er hier Rethorn angegriffen hat, statt Jan. Warum auch immer. Du bist über den Pass gekommen? Respekt! Wir haben schon viele Männer da draußen verloren. Ich weiß selbst, wie es draußen ist. Ich habe eine Zeit lang einen Spätrupp begleitet. Hast du eine Waffe? Wenn du eine gute Waffe brauchst, bist du bei mir richtig. Ist doch bloß Müll. Oh ja, und ich sollte noch den Stärketrank trinken. Oh ja, nächstes Mal werde ich nicht mehr so viel sagen mit ich ohne hier die Orks. Und bevor ich aus der Burg gehe, sollte ich am besten mal speichern. Das wäre das Gescheiteste. Denn sonst passiert mir wieder dasselbe wie vorhin. Da werde ich von so einem Mob Orks verfolgt und getötet. Und dann müsste ich hier den ganzen Scheiß nochmal machen. Und darauf habe ich keinen Bock. Ich will heute eh noch WoW spielen. Tondor gibt die Waffen. Also mit dem Auge Innos mache ich hier eigentlich weniger Schaden. Hat er schon im Kampf gegen die Orks gesehen? Oh, ich sollte wirklich mal langsam. Alter. So. So. Ich hätte es nicht nach da hinten gehen, um mich hier so eine Mob an Orks zu stellen. Ich gehe jetzt mehr Richtung Seite. What's going on here? Da ist nichts. Ach ja. Ja, dann erzähle ich euch mal weiter von dem, was ich mir so gedacht habe. Und zwar so als Rentner halt, die dann so Call of Duty spielen. Und dann hier halt so kleine Kinder ownen. Und dann so hier irgendwie so per Sprachchat oder sowas. Da dann so zu reden. Und dann hören die auf einmal, wie so ein alter Opa, wie so ein alter Opa da so redet. Und dann so, oh, ich hab dich gekillt, du Bitch. Und sowas, oder, keine Ahnung. Weiß nicht, wie ich dann wahrscheinlich in, so 60 Jahren reden werde. Dann bin ich wahrscheinlich mehr so ein, nur noch so ein Fossil von früher. So wahrscheinlich von der Sprache her. Weil die Jugend bis dahin wahrscheinlich schon wieder ganz anders spricht. Und jetzt nicht mehr so, wie so gesehen jetzt zu meiner oder zu unserer oder eurer Zeit. Da ich so langsam nicht mehr in das Schema des gänzlich so Jugendlichen passt und sowas. Pam, pam, pam. Lol, ich hab so wenig Leben. Ein Glück, es hat mir das Leben gerettet. Blöde Ork-Elite. Oh, schön, der statt Heiltränke zu nutzen, könnte ich auch so einen Heilzauber nehmen. Alter. Ich habe ja noch 10.000 hier rumfliegen. Oh. Oh, und das ist ein neuer Snapper. Also ich kann es auch mit zwei Ork-Eliten, mit zweimal Ork-Elite aufnehmen.
Und es wird ungefähr 6 Orks, 5 Orks gleichzeitig so ungefähr, bevor ich sterbe. Vielleicht sind die Orks, die Waage sind stärker als die Orks, kann das sein? Ich weiß es jetzt nicht so ganz genau. Muss halt dann auch noch in WoW leveln und so. Und ein bisschen farmen. Weil ich bin ja auf Lederverarbeitung und sowas und da muss ich ein bisschen Leder holen.